Leute! Da krieg ich ja gleich Angst! Ach, du bist ein Feigling! Das sind doch nur Kinder! Und die wollen uns zuschauen! Echt? Ja, echt! Und was sollen wir den Kindern zeigen? Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich geh mal fragen. Nichts wie weg! Hey Opa, kannst du mir eine Geschichte erzählen? Aber natürlich, mein Kind. Willst du eine lehrreiche oder eine lustige Geschichte? Ach, wenn's geht, beides. Eines Tages kam ein Fuchs durch den Wald. Da sah er auf einem Baum auf dem höchsten Ast einen Raben sitzen. Und dieser Rabe hatte im Schnabel ein herrliches Stück Käse. Der Fuchs dachte sich, ich hätte gerne diesen Käse. Aber wie kriege ich ihn? Ich kann hier nicht draufklettern. Der Rabe aber hielt den Käse gut und fest, dass er nicht rausfiel, weil er ja irgendwie dachte, der Fuchs will mir den Käse wegnehmen. Auf einmal sagte der Fuchs, hey Rabe, ich habe gehört, du kannst besonders toll singen. Ohne nachzudenken, riss der Rabe den Schnabel auf und begann zu krächzen. Der Fuchs aber schnappte den Käse und lief davon. Der Rabe saß traurig auf dem Baum. Opa, bitte noch eine Geschichte. Hat dir diese Geschichte denn gut gefallen? Natürlich, weil der Fuchs war ja so schlau. Okay, mein Kind, dann gibt's jetzt eine andere Geschichte über schlaue Tiere. Hey, Mäcki! Was ist, Hops? Du bist ein lahmer Vogel. Ich bin kein Vogel, ich bin ein Igel. Ich meinte eine lahme Ente. Eine Ente ist auch ein Vogel, du Dummkopf. Was bin ich? Ein Dummkopf? Nein, nein, so schlimm war es nicht gemeint. Aber pass auf mal, Mäcki, du bist so langsam, ich bin garantiert schneller als du beim Wettlauf. Nein, er ist Sonic. Ach, weißt du was, Hops, dann lass uns mal laufen. Du darfst los sagen. Achtung, fertig, los! Und als Hops ans andere Ende der Wiese kam, saß dort schon Mäcki. Hey, wie gibt's das? Du bist ein lahmer Frosch und bist vor mir am Ziel. Na ja, Hops, ich kann halt doch schneller laufen als du. Weil er ist Sonic. Das glaube ich nicht. Wir laufen zurück. Achtung, fertig, los! Das ist so cool. Und als Hops zurückkam, saß dort schon wieder Mäcki. Das gibt's doch nicht! Ich bin doch schneller als du! Vielleicht doch nicht. Und traurig schlich Hops davon. Ja, weil zwei Igel. Mäcki aber machte sich auf den Weg zum anderen Ende der Wiese. Und dort traf er Mucki, seinen Zwillingsbruder. Hey Mucki, das haben wir super gemacht, den Hasen haben wir aber gut reingelegt. Also Opa, die Geschichte mit dem Hasen und mit dem Igel, die war so toll, die zwei waren so schlau. Hast du noch eine Geschichte für mich? Aber sicher, mein Kind. Hör gut zu. Eines Tages traf der König der Tiere, der Löwe, im Dschungel eine kleine Maus. Die kleine Maus hatte Angst und der König der Tiere sagte, ich könnte dich jetzt fressen, aber du bist ja nicht mal eine Vorspeise. Danke, dass du mich verschont hast.
Vielleicht kann ich dir auch einmal helfen. Das glaubst du doch selber nicht, du kleine schwache Maus. Na, wart mal ab, vielleicht findet sich was. Eines Tages ging der Löwe wieder im Dschungel spazieren. Auf einmal fiel von oben ein Netz auf ihn und er war gefangen. Verzweifelt rief der Löwe um Hilfe. Hilfe, befreit mich! Aber niemand kam, bis die kleine Maus daherkam. Sie nagte an den Seilen des Netzes, bis der Löwe befreit war. Der Löwe war dankbar. Danke, kleine Maus, dass du mich gerettet hast. Siehst du, aber manchmal können auch wir kleinen Schwachen den Großen helfen.